Wie? Das sieht doch noch. Warum? Was weil ich Nullengespräche aufgezeichnet habe. Ja, ich auch. Hey, Alter! Was geht, Mann, ey? Ja, na ran an die Bulletten. Aber was hat das damit zu tun, wenn ich dich jetzt auf YouTube poste? Ranze! Ich hab keine Ahnung. Kannst ruhig reinkommen. Wir können den Ton aufnehmen, kein Thema. Erzählt man's. Sprachen lernen, Bubble. Erzählt uns mal diese Geschichte mit Bangkok. Mit dem Diamanten oder hast du das Mädel mich... Genau, mit dem Diamanten. Ja, na, da hat mich ein Mädel angesprochen. Mich angesprochen, denke, oh, hübsches Ding, nicht? Kreuz auf Deutsch. Und ich bitte Deutsch. Ja, ja. Obwohl die von da war. War ein intelligentes Mädel. Auf sowas stehe ich ja eigentlich. Aber es ist aber ein Fehler. Man sollte, aber das war nicht blond, oder? Nein, aber eine Teil schwarzhaarig. Meine erste Frau kam ja aus Thailand. Ach so. Ja? Aber wie stehst du so, was deine Meinung zu diesem Spitzauge? Also stört dich das oder? Nee, umgekehrt. Umgekehrt? Also, aber ich habe die Schnauze voll. Also, der macht den hier? Wie? Der macht den hier? Keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung. Nee, da wirst du keinen Kommentar geben. Ich habe hier noch Probleme. Ihr könnt mich ja hochladen, Mario Heinz Kiesel, müsst ihr machen. Dann kriegt er Aufrufe, wenn er Glück hat. Ja, normal. Ja, Mario Heinz Kiesel. Ja, dann denken sie, ich habe wieder einen neuen Kanal, dann gucken sie erst. Wir suchen die ganzen Scheiß hier, weißt du? So, nochmal. Ja, dann kann ich. Ja, danke. Das war hier mein Revier als in der Jugendzeit. Ja? Moment, ist das hier alles deins? Also gehört da alles? Na klar, ich bin da sehr großzügig. Ja? Da war dann eine Bierstampe, mit die Leute heute dann weniger Kontakt haben wollen, weil die nur besoffen waren. Hier waren meistens die Mädels, die mit ihren Türkenfreunden sich getroffen haben. Mit ihren was? Türkenfreunden. Also, aber muss man so darauf so Akzent geben, dass die Türken waren? Du, mein bester Freund, der war wie mein Bruder, war Aladdin Gül. Okay. Je suis Edorin, was war der? Dankeschön. Was war der? Türke. Ach so. Aus West-Berlin. Ja, mein bester Freund ist auch Türke. Ja? Ja, also da habe ich überhaupt kein Problem. Wo ich Probleme hatte, wo sich dann nach Araber und Türken halb durchgeschlagen haben. Das war, also habe ich die Weib gesucht, habe ich gedacht, wenn aber weißt du, was das Problem ist? Guck mal, ich habe so ein ganz ehrliches Frage. Wie alt bist du? Genau Rentner geworden. Genau Rentner. Oh, 67 Leute. 65. Nee. 65, okay. Also auf jeden Fall, was war, du hast ja viele Sachen erlebt, ne? So, wie ist das? Was war so eine von den, keine so, entweder oder verrückte, kriminellste Sachen? Nee, die verrückteste Sache einfach war, die verrückste. Ich habe hinten Mädel angesprochen, habe gedacht, weil es von außerhalb war, klappt wieder mal die Runde, nicht? Da hat die mich nur benutzt, um auf Tanzboden, da waren nämlich Soldaten, und die haben dann nämlich Storgramm getrunken. Und sie wollte an solche Leute ran und hat mich benutzt, überall Eintritt, nee, gefällt dir nicht. Und dann im Haus der jungen Talente war dann Kapelle und da waren dann noch Soldaten, da wurde die Flasche Schnaps ausgesorgt. Und wie sie das erreicht hat, du kannst gehen. Ich denke, was ist denn das für eine Gurke? Was haben die nicht gemacht? Nee, sie war froh, dass sie mitsaufen konnte. Und die Jungs waren so großzügig, haben mit eingeschenkt in Erde. Und zu mir sagt sie, ich kann jetzt abhauen. Jetzt hat sie was. Ach so. Ja? Und da habe ich gedacht, ey, was die Mädels können, kannst du auch. Und habe mir dann geschworen, nächsten Tag, ich habe gesteht, ich musste hier über den Alex rüber, weil ich im Hotel gearbeitet habe. Und habe gedacht, 10 Adressen damit. Bin dann los, um 10 Uhr, mache das Warenlauf aus. Und das Schönste, was mir dann passiert ist, meine große Liebe. Und da habe ich gedacht, scheißegal, das Mädel quatscht da an. Aber und dann war sie noch umgekehrt, sie wollte eher was von mir, aber nur im Bett. Also ich finde dir ganz ehrlich sein, ne? Ja, aber Vierteljahr hatte ich das Vibe, was genau meine Krankenweite war. Ja. Das ist Mario Heinz Kiesel, so wie er lebt und lebt. Und vom Alex könnte ich so viele Ecken sagen, wo wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich immer eine feste Partnerin. Ja, hier habe ich eine Bulgarin mal angesprochen, hier ist mal einer aus Apolda. Ja, also ich kann dir fast jeden Punkt sagen, wo ich mal... Zumindest nein, aber One Night Stand darf man natürlich. Da war diese Frau, diese blonde Frau. Ich dachte, sie gehört zu dir. Ja, ich dachte doch, ich will nochmal neu anfangen. Ja, deswegen. Ja, und genau wie du, kräftig gebaute Mädchen. Bruder, ich bin Haut und Knochen. Ich bin Haut und Knochen. Ich esse seit 2 Tagen nicht mehr. Ja, dann mach es nicht. Ey, du willst eine kräftig gebaute Frau und willst selber sprechende Landschaft? Nein. Nein, aber Hauptsache, weißt du, Hauptsache, man hat so... Nee, habe ich nicht unbedingt. Aber ich meine so, das ist so die Hauptsache, weißt du, weil die meisten Frauen, die sind so ein Nein! So. Nein! So. Wenn du Musik gemacht hast, haben die jede Szene ein bisschen Rhythmus. Ja. Okay. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Wenn wir das in der Gruppe machen. Wie? Das sieht doch noch aus. Warum? Was weil ich Dullengestriche aufgezeichnet habe. Ja, ich auch. Hey, Alter! Dann geht man, ey!